Lange Zeit war der Biber in Baden-Württemberg ausgerottet. Nun kommt er immer mehr zurück. Im Lautertal sowie in Bad Urach gibt es bereits welche. Ein neuer Biber hat sich jetzt im Schlattsee im Markwasen Reutlingen niedergelassen. Dort wartet er vermutlich auf einen passenden Partner. Was der neue Bewohner im Markwasen für die Umwelt bedeutet, erklärte unter anderem der ehrenamtliche Biberberater Albrecht Gottner vor Ort. Gesehen hat er ihn noch nie. Diplombiologe Albrecht Gottner ist ehrenamtlicher Biberberater und sieht sich als Vermittler zwischen Biber, Bürgern und Stadt. Da Biber nachtaktiv sind und nur kurz aus ihrem gut versteckten Bau herauskommen, kann Albrecht Gottner nur anhand der Spuren des Bibers erahnen, um was für ein Biber es sich handelt. Er vermutet, dass sich hier ein jüngeres, etwa dreijähriges Tier niedergelassen hat. Also seit etwa 3 Monaten sind Spuren bekannt geworden. Im Sommer ist er heimlich, weil er nur Kraut frisst. Aber dann hat er mal ein Holz angenagt. Und seit 2 Monaten habe ich also definitive Beweise der Fraßspuren und schließlich den Dammbau. Mittlerweile gibt es auch einen Videobeweis. Mit einer Wildtierkamera konnte Fotograf Frederik Herzig diese putzigen Aufnahmen des Bibers machen. Der Biber hat einen kleinen Damm gebaut und den See bereits um 30 cm angestaut. So kann er im Wasser Holz besser hin und her transportieren. Im Winter ernährt sich der Biber von Baumrinde, dabei bevorzugt er die Weide. Er habe sich wohl etwas verzettelt, scherzt Gottner, denn der Biber hat gleich 6 Bäume rund um den See angeknabbert, bisher aber nur einen gefällt. Also diese Weide hat er da angenagt, zur Hälfte ist es schon durch. Wenn sie fällt, wissen wir nicht. Seit einem Monat nagt er, aber hat ja 6 Bäume zur Auswahl, viel Arbeit. Und er muss an die Zweige rankommen, um die Rinde verspeisen zu können. Er frisst ja kein Holz, er ist sowieso reiner Vegetarier. Aber er braucht Rinde für den Winter, wo es sonst kein Kraut gibt. Die Stadt Reutlingen ist für die Verkehrssicherheit im Markwasen zuständig. Ein eigens dafür abbestellter Mitarbeiter kontrolliert nun einmal wöchentlich, was der Biber vor Ort umgestaltet hat. Worst case wäre absolut, ein Baum fällt um und trifft einen Menschen und es kommt zu Verletzungen. Das wäre das Allerschlimmste. Eine andere Sache, die natürlich auch nicht schön wäre, wenn es zu einer Überschwemmung käme und vielleicht die Landesstraße unterspült würde oder sich das anstauen würde und sie überspült würde. Eine echte Gefahr bestünde momentan aber nicht. Außer eine Brücke, die jetzt durch den höheren Wasserpegel wasserfest gemacht werden muss, hat der Biber noch keine Probleme gemacht. Im Gegenteil. Er schafft neue Lebensräume. Er überflutet Flächen, die trocken gefallen waren, die in früheren Zeiten, das sieht man auf alten Luftbildern, waren hier viel mehr feuchte Flächen und auch richtige Tümpel und Seen. Die sind trocken gefallen in den letzten Jahrzehnten. Die werden jetzt wieder neu überflutet, dadurch, dass der Biber das Gewässer anstaut und der Wasserspiegel steigt. Und dann lichtet er das Ufer natürlich auch deutlich aus, sorgt dafür, dass große Bäume fallen. Dadurch wird es lichter im Uferbereich und andere Tier- und Pflanzenarten können sich ansiedeln. Vermutet wird, dass der Biber über den Neckar und die Echerts in den Markwasen gekommen ist. Besucher können den Markwasen natürlich weiterhin als Naherholungsort nutzen. Den streng geschützten Biber wird zwar wohl eher niemand sehen, die Spuren des Bibers sind aber durchaus auch schon eine echte Attraktion.